Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 14.12. 2020. Ich habe noch immer Seitenstrangangina und Ohrenschmerzen. Es tut noch immer verdammt weh. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich habe gestern deswegen auch kein Video gemacht, weil ich so Schluckbeschwerden hatte und das Reden so schwer fiel. Und ja, deswegen kam kein Video. Heute ist Montag. Heute war nicht viel los, keine Assistenten da. Corinna besaß die Frechheit, mir zu schreiben, ob ich noch Kontakt zu ihr haben will. Und da bin ich voll ausgetickt, ob sie mich jetzt vollkommen verarschen will. Sie hat mich um 14 Stunden betrogen. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Und dann nochmal um Kontakt zu fragen, ist auch der falsche Weg, überhaupt nach 2 Wochen. Wenn sie sich sofort entschuldigt hätte, hätte ich noch drüber hinweggesehen, aber sie hat nur blöd gelacht und gesagt, es ist ein Druckfehler passiert. Kann aber bei 14 Stunden fast nicht, weil sie hat das nicht an einem Tag geschrieben, sondern auf mehrere Tage aufgeteilt. Und so ist mir aufgefallen. Und es ist einfach krasser Betrug. Und ja, das hat mir halt wieder gereicht. Mir geht es mittelmäßig, außer die Schmerzen, geht es mir eigentlich relativ gut. Und wann kommt Sonja? Das freue ich mich auch schon. Am Mittwoch kommt Daniel. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das wird, mit dem Mann 5 Stunden zu verbringen. Weil mit Dominik oder wie der geheißen hat, was. Es ist seltsam. Und ich bin gespannt, ob wir was zu reden finden und bei uns gut verstehen. Ja, mir geht es ganz okay. Ich habe heute mit Kerstin telefoniert, habe eigentlich die meiste Zeit über meine Hals- und Ohrenentzündung geredet. Was einfach wirklich furchtbar weh tut. Und habe dann, nachdem Corinna geschrieben hat, habe ich ihr eine lange Antwort mit SMS geschickt. Eine 3 Absätze lange SMS. Und habe dann voller Wut einen ganzen Schoko-Nikolaus gegessen von Milka. Jetzt geht es mir besser. Aber das war für meinen Zuckerwert nicht gut. Müssen wir am 8. nochmal spritzen. Und dann mal schauen. Ich liege schon im Bett. Es ist 18:40 Uhr. Ich bin schon sehr müde. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.